Große Sorge um Star-Komponist Ralf Siegel. Der 77-Jährige musste wegen einer Medikamentenüberdosis ins Krankenhaus. Auf der Stirn klebt ein großes Pflaster, der Blick ist müde. Ralf Siegel musste über Silvester für 4 Tage ins Krankenhaus. Doch was ist passiert? Wie ihr Bild berichtet, ist der Münchener in seiner Wohnung zusammengebrochen und hat sich dabei den Kopf an einem Rohr aufgeschlagen. Die Freundin von Ralf Siegel alarmierte sofort den Notarzt. Der Schock war groß, denn zunächst gingen alle von einem Schlaganfall aus. Doch der Grund für den Zusammenbruch war ein anderer. Ich bin umgekippt wie ein nasser Sack. Der Grund war eine Tablettenüberdosis von Morphium und Cortison, die ich mir ohne nachzudenken selbst verabreicht hatte, verrät die ESC-Legende im Gespräch mit Obild. Die Schmerzmittel muss der Vater von Julia Siegel wegen seinem dreifachen Bandscheibenvorfall morgens und abends nehmen. An diesem Tag nahm er sie gleichzeitig. Ich wollte fit sein für meine Silvesterfeier, gesteht er. Zum Glück ist aber nichts Schlimmeres passiert und mittlerweile ist er auch wieder aus der Klinik raus.